cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Zu dieser neuen Wanderung hier durch Bergische. Und zwar in der Halloween-Spezialausgabe. Da ist gerade original eine Eichel genau auf die GoPro gefallen. Jetzt weißt du mal, wie sich das anfühlt, GoPro. Ich habe schon ein paar abbekommen. Was machen wir hier? Also, ihr seht schon, ganz so spooky wie in der letzten Halloween-Ausgabe wird es heute nicht. Ich finde aber, vom Spookiness-Faktor wird es doller heute. Denn wir sind ja letztes Mal die Bahnstrecke an der Wupper vorbei nach Krebsöge weitergelaufen und haben uns da ein paar Schauergeschichten ausgesucht, die es zu der Zeit da gab. Also früher. Und diesmal geht es in die andere Richtung. Und diesmal geht es um ein Horrorhaus, was wirkliches Horrorhaus war, was dokumentiert ist. Und da geht es auch um ein Thema, was derzeit öfter wieder besprochen wird. Das machen wir aber alles erstmal später. Jetzt gehen wir erstmal die Rahmenbedingungen dieses Hikes durch. Einmal seht ihr, ich habe mir böse meine Lippe zerstört irgendwie. Dann hatte ich ja jetzt anderthalb Wochen oder zwei Wochen, wo es ein bisschen ruhiger war, weil ich hatte schon sehr viele Videos aufgenommen. In der kommenden Woche, sprich an dem Halloween-Wochenende, Halloween ist ja montags, also am Wochenende davor, bin ich ja nochmal mit der Wandergruppe unterwegs. Da geht es ja dann nochmal auf gemeinsame Wanderung. Und jetzt muss ich halt ein Halloween-Special einfangen. Problem ist jetzt nur, nachdem es jetzt so lange trocken war, hat es sich jetzt so ein bisschen eingeregnet. Die Nacht hat es geregnet, jetzt haben wir so ein Zeitfenster bis 11 Uhr, wo es scheinbar nicht regnen wird. Ich muss den Himmel immer im Auge behalten, habe das mittlerweile dann schon ganz gut drauf. Flattermann ist im Einsatz, habt ihr ja gerade schon gesehen. Da bin ich mittlerweile, wie gesagt, ein bisschen schmerzfreier, weil ich das Ganze einschätzen kann. Vor allem, wenn ich immer mal wieder so einen Punkt habe, wo ich ein bisschen weiter gucken kann, anstatt nur das, was über mir ist. Und daher fühle ich mich da ganz sicher. Die hat mal hier und da zwei, drei Tropfen beim Landen abgekriegt. Aber, also nicht heute, aber allgemein. Aber nichts, wo ich sagen würde, oh, das war aber knapp. Deswegen muss ich ein bisschen mich sputen. Die Tour heute wird nicht allzu lang. Aus dem einfachen Grund, weil ich ja wahrscheinlich noch ein bisschen Redebeitrag um dieses Horrorhaus von zu Hause einspielen werde. Und die Ausgabe soll ja nicht zu lang werden. Soll ja informativ, knackig, interessant für euch zu wandern sein. Ja, also ich würde sagen, ihr zieht die Wanderschuhe an. Wir gehen los mit ganz großen Schritten hier durchs Bergische. Diesmal auch wieder eine komplett bergische Ausgabe, bis auf der kleinen Zipfel Märkische, wo ich da wegkomme. Und dann würde ich sagen, kommt einfach mit, lasst euch überraschen, ein bisschen begruseln und informieren. Vielen Dank fürs dabei sein schon mal. Bis gleich, ciao.
Im diesjährigen Halloween-Special geht es um die echte Resident Evil hier in Wuppertal. Denn schon sehr früh, vom Juli 1933 bis zum 10. Januar 1934, gab es im Tal das erste Konzentrationslager, das KZ Kemna. Anders als in den Bildern aus den großen KZs, die sich in unseren Kopf gebrannt haben, gab es hier keine Einrichtung zur massenhaften Tötung von Menschen. Es war eher ein erstes Lager, in der sich frühere Gegner im Straßenkampf um die Machtergreifung der Nazis nun in einer unfairen Situation gegenüberstanden. Gegründet wurde es durch die SA Düsseldorf, dem derzeitigen von den Nazis installierten Polizeipräsenten von Wuppertal Willi Feller, unter Rückendeckung durch die Bezirksregierung Düsseldorf. In der ehemaligen Putzwollfabrik im Tal der Wupper, die hier von Beyenburg nach Oberbarmen fließt und neben der die einzige Straße zwischen Oberbarmen und Beyenburg verläuft, wurden zu schlimmsten Zeiten 1100 Menschen eingepfercht. Die Insassen bestanden aus politischen Gegnern der NSDAP aus dem Bergischen Land, später aber auch aus Düsseldorf und dem nahegelegenen Ruhrgebiet. Die Insassen wurden Folter und willkürlicher Gewalt ausgesetzt. Sie wurden zur Vernehmung nackt auf besonderen Prügelbänken festgehalten und mit Gummiknüppeln, Peitschen und Stöcken blutig geschlagen. Sie wurden anschließend in einen engen Verschlag gesteckt, in dem sie weder stehen noch sitzen konnten. Zuvor hatten sie noch ungewässerte, mit Stauferfett oder Kot beschmierte Salzheringe essen müssen und waren bei Erbrechen gezwungen worden, das Erbrochene aufzulecken. Mit den frischen Verletzungen wurden sie dann in die im Winter eiskalte Wupper getrieben und mussten die nassen Kleider am Behalten. Zwei Häftlinge starben nach der Verlegung aus dem Konzentrationslager, einer davon in der Irrenanstalt Galkhausen. Einige wurden zu nächtlichen Prügelattacken abgeholt, sodass die Schlafenden die Schreie durch die Nacht durchhören mussten. Das Lager bestand lediglich so kurz in dieser alten Putzwollfabrik an der Wupper, da sich an der Beinburger Straße und dem Hang hinter der Wupper immer wieder Schaulustige und Angehörige versammelten, um einen Blick zu erhaschen. Auf die Menschenansammlungen wurde teilweise scharf geschossen, um diese zu vertreiben. Zum 50. Jahrestag wurde dieses Mahnmal für die Opfer des KZ Kemna durch eine Arbeitsgemeinschaft des Gymnasiums am Koten geschaffen, an dem von nun an jedes Jahr eine Gedenkfeier stattfinden wird. Im Jahr 2000 wurde diese Gedenkveranstaltung von 15 Neonazis angegriffen, die zuvor in dieser nahegelegenen Uferlagerung der Nazis auf den richtigen Zeitpunkt gewartet haben. Drei der Täter wurden noch im gleichen Jahr zu Haftstrafen verurteilt. Das Mahnmal steht am Karl-Ibach-Weg. Karl Ibach war Insasse des KZ Kemna und hat über diese schreckliche Zeit ein Buch verfasst. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link dazu. Es ist ein bisschen nasser geworden hinterher. Wengerfeld war wie immer nicht so ganz so viel zu sehen. Außerdem kennt ihr da vieles schon. Deswegen habe ich da ein bisschen weniger gefilmt. Wollte mich aber noch kurz von euch verabschieden. Vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch trotz Halloween-Folge und schwerem Thema gefallen. Ich weiß ja jetzt noch nicht, wie ich den schweren Teil gestalten werde. Aber das kriege ich schon hin. Drückt die Glocke, abonniert, gebt mir ein Like. Kommentiert, wo ich das nächste Mal hergehen soll oder wo ihr, wie lange eure Wanderungen immer so sind. All diese Dinge. Sonst springe ich vom Rand der flachen Erde. Wisst ihr Bescheid. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein nochmal. Und dann bis dahin. Bye. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up. Build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up here.
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.